weiter mit dem Thema Werkzeugbau. Damit das nachher nicht alles daran kleben bleibt, treibe ich jetzt hier alles mit Aceton am Rand ein. Das kann ich so einfach mit so einem Tuch, weil das hier alles kleben bleibt. So, mich bitte nicht fragen. Weil ich bin Kalo. Verkabelt. Ich habe das Gelcoat aufgetragen. Im Prinzip, das ist die erste Schicht zum Thema Formenbau. Und war schon nass. Wird das klebrig? Eigentlich wird das jetzt danach klebrig. Hab ich vielleicht zu wenig genommen. Problem ist, das war bei dem. Hast du schon mal hier gemacht? Ja, ich habe hier vor allem eigentlich. Ne? Warte. Richtig viel muss drauf, ne? Das ist viel weh. Da oben drauf. Überall. Überall, mein Freund. Du hast mir gesagt, am Rand. Ja, auch. Problem ist, normalerweise machen wir es nicht hier drauf, aber die ist zu dünn. Wir haben nur eine dünne Schicht gemacht und das würde dann die zweite Schicht, nicht halten. Boah, das riecht lecker. Ja, das ist auch ein Pinsel, da ist noch einer. Boah, Junge, da fliegen die Flugzeuge damit. Tom, die unteren Sachen hast du auch schon gemacht? Ja. Sicher? Sicher. Sicher, sicher. So sieht's aus. Das müssen wir weg. Das ist ein lustiges, sehr großes Teil. Kacke. Schönes. Kacke zu verarbeiten. So, Sascha, ich bräuchte einen Finger von dir. Ja. Zum Anmachen. Gerne. Ich brauche eine Kelle. Sascha guckt. Ja, mit der Links hier mit der Kelle bist du schneller fertig. Ne? Und natürlich etwas sauberer als die Scheiße, die ich jetzt mache. Die Jungs bei uns in der Produktion haben eine Kelle. Nur ich wollte das unbedingt hier machen, die Werkzeuge, weil ich will das euch zeigen. Aber fürs nächste Video besorge ich mir eine Kelle. Versprochen. Jetzt brauche ich Papier. Das habe ich hier oben schon hingelegt. Guck mal. Oh. Auch das habe ich vorbereitet hier. Problem ist, ich versau mich immer, weißt du? 87. Machen wir noch ein bisschen. 87 mache ich 200. Das muss sehr, sehr, sehr genau sein. Also wirklich hart und her. Gelcoat und Hertha, das muss wirklich top stimmen alles. Ne? Ist da wirklich ein paar Gramm zu viel, zu wenig, trocknet nicht, trocknet zu schnell. Also da muss man sagen, 208. 208 mal 4 sind 100. Das ist nur Rechnung für mich. Nein. Weil ich weiß, wie viel ich jetzt von dem Dings reintun muss, von dem Hertha. Mhm. Und 200. Mal so. Ne, warte, jetzt habe ich 100 reingemacht und 200. Das sind 400. Verdammte Hacke. Das ist so, wenn ich quatsche, weißt du? Ja. Das war noch ein bisschen zu viel, aber. Ne, 37. 37 ist 87. Ich mach 83. Ein bisschen weniger. Okay. Beschleunigen hier. Ich versuche keine Geräusche zu machen, um leise zu sein. Heute Nacht, Tom. Heute Nacht Nachtschicht hier, ne? Ist nicht Ferien.
Ja, wir haben ein Problem. Das Material kam 10 Tage später als bestellt, als gewohnt. Normalerweise, wenn wir das heute bestellen, 3 Tage. Ja. Jetzt 10. Jetzt sind wir voll im Verzug. Die Jungs von Kawasaki denken, oh mein Gott, der Belzig ist voll langsam. Das hast du auch, Tommy, gemacht, ne? Mit dem Zeug? Was? Das mit dem Zeug hast du auch gemacht. Ja. Ne? Hast du hier das Klebeband gesehen? 5 Euro. Hier, drunter. Ah. Langsam haben wir echt viele Motorräder, ne? Oder viele Teile für die Motorräder. Ich war jetzt am Wochenende mit der Vespa, ich habe eine Vespa GTS, unterwegs und da haben mich auch viele angeschrieben, ob wir ein paar Teile für die Vespa bauen. Ja? Ja. Ganze Clubs haben mich angeschrieben. Ich glaube, wir werden noch hier voll die Motorrad-Tuner. Man unterschätzt das immer. Ja, das sieht aus erst wie ein Teil oben drauf, so, ne? Guck mal, wie viele Teile, ich meine, wir haben schon teilweise haben wir die Teile in der Produktion schon, wo die Werkzeuge fertig sind. Guck mal, das ist ein Motorrad, alles was hier liegt, alles was der Tom da hat, hier auf dem Boden noch, ja, das ist alles ein Motorrad. Ich meine, ehrlich, guck mal, wie viele Formen das sind. Das kostet alles ein Vermögen, ehrlich jetzt. Erstmal die Prototypen musst du bauen, dann hier die Werkzeuge musst du bauen und, also. Dann noch produzieren. Nee, also viele stellen das vor, ach, warum habt ihr kein Bodykit dafür oder kein Bodykit dafür? Mach mal das, mach mal das. Wenn das so einfach und so günstig wäre, hätte ich alles gemacht. So. Ich glaube, Sascha, das reicht. Jo. Ich gehe noch da, was ich mache, das hier. Ganz wichtig sind Ecken und Kanten. Ne? Die ganzen Ecken und muss überall Gelgut sein.